Wie versprochen, werde ich jetzt zu Dutch gehen und mit ihnen reden und die Mission starten. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu SML Gaming und Samiro Heat. Wir spielen jetzt Red Dead Redemption 2 Let's Play. Ja. Okay, das genügt mit dem Intro. Okay, let's go. Hallo Good. Dutch, was geht ab, So, Bruder? Shay, well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got oh, Micah. Nine. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Okay. Ihr I'll habt gehört, was wir machen Dutch. Sollen. Just can't drop everything. So, wir müssen uns wieder um alles kümmern. So, wir sollen zum Saloon nach Valentine reiten und Lenny abgeben. Ist er hinter mir? Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain in this. Mike's got a crazy side off. Slow down! Okay, Bruder. Ja, Heide, komm jetzt. What were you boys doing? You were supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was. You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Kid. Yes, you don't worry, kid, he my was friend. Half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. Okay, so alles gonna klar. Go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Oh, sonst fällt es aus wie so ein kleiner Esel. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. So, wir bringen ihn jetzt zum Saloon. Hallihallo, Hund. Hello, boy. Die Hunde sind auch nett zu uns. Sie könnten uns auch, glaube ich, beißen, wenn wir frech zu denen sind, aber das machen wir nicht, unnötig. Umso mehr Feinde, umso schlimmer. So, wir müssen doch auch in den Saloon rein. Ja. Das hört sich nach Streit an. Hört ihr das? Oder? So. Doch nicht. Ja, Bruder, lass mich durch. So. Okay, wir trinken jetzt auch ein bisschen, bevor wir dann irgendwas mit Maika zu tun haben. Mister? Hello.
An die Bar lehnen. Okay, wir gucken uns jetzt an der Bar um, mal schauen, was jetzt alles so. Okay, eigentlich habe ich gar kein Geld, aber wieso auch? Course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. You have one for yourself. Thank you. Okay. Gucken, wenn ich nichts mache, ob ich dann nicht trinke. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Mikey... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards. My lord. You men is dull. You leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last 10 years. Listen, buddy. Das sind mal nett. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just ach ja. Einige Leute wollen einfach zu viel nerven. Der war eben so einer. Oh, wir trinken doch ganz schön viel. Ja, zum Glück. Vielleicht hätten wir doch bedrohen sollen, hätten wir uns gefetzt. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Das ist doch mal ganz cool. Oh, jetzt muss ich Lenny suchen. Oh. Okay. Lenny? Lenny. Die wissen alle nicht, was sie machen sollen. Ich schau mal hier. Ach Mensch. Ja, wenn man betrunken ist, sieht man die Welt ungefähr so. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht auch anders. Ach Mensch, wir schauen mal einfach hier überall. Kann man hier reingehen? Oh, nicht FSK 18. Okay, weiter geht's. Okay, nee, das ist FSK 16. Also im Salon sind ganz viele Frauen, die man sich... Ah, hier ist Lenny. Bruder. Habe ich ihn ganz einfach gefunden. Ups. Schon wieder? Nein! Oh Mann! Ist das hier unten? Oh mein Gott! Da! Lenny! Gas 3, halt die Klappe, Mister. Okay, alle tanzen zusammen, alle sind glücklich und friedlich miteinander. Und jetzt strollern wir ein bisschen. Man sieht nur den Strahl. Piep, 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 piep. Okay, wir gehen weiter. Damals im Wilden Westen war das alles noch ein bisschen anders. Müssen wir schon wieder Lenny suchen. Kann er nur hier drinnen sein? Das ist er nicht, oder? Oh Mann. Vielleicht hier unten. Ansonsten ist er wieder oben. No. Das heißt, er müsste oben sein. Ja, das ist so eine lustige Mission. Ist er das? Das ist das, oder? Das ist er doch. Ja. Nee, doch nicht.
Nee. Ach, Mensch. Damn it, Lenny, stop thumping off all the way. Ah. Sorry, Dame. Ah, wir sehen jetzt alle so aus hier. Go away, you're drunk, my friend. Kann ich hier rein? Ja. Lenny, bist du das? Nein, ist er nicht. Jenny. Okay. Lenny? Okay. Ah! Ich such dich, du Jocke! Du! Natürlich! Schelle links und rechts. Und rechts. Und noch eine. Und la. Und boom. Und tra. La la. Wir lieben uns. Prost. Alles für den Dackel. Alles für den Hund. Unser Leben für den Hund. Hund, Hund. Kennt ihr noch Hausmeister Krause? Oh. Ich will ihn nicht ertränken. Müssen wir uns jetzt prügeln? Okay, wir wollten ihn auch nicht töten. Aber, oh. Kotzen. Oh oh. Wir müssen weglaufen. Die jagen uns, die Sheriffs. Oh nein. Wir haben ihn nicht mal getötet und die wollen uns jagen. So. Hoppa. Komm her. Und wir sind weggelaufen. Hey, wir haben es geschafft, oder? Ich weiß nicht, was passiert. Die Mission habe ich noch nie so gespielt. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Was passiert? Ich glaube, ich habe mich direkt gefetzt letztes Mal und dann kam was anderes raus. Man hat meistens auch ein paar Wege, die man spielen kann. Aber jetzt sind wir irgendwo in der Walachei gelandet und schlafen unseren Rausch aus. Oder haben ihn ausgeschlafen. You moron, Morgan. Oh mein Gott. Dang, wo bin ich hier gelandet? Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ein friedlicher Zeitvertreib. Was hätte ich denn noch alles machen können? Mal schauen. Also, erwische Lenny im Inflagranti. Ah, okay, das heißt, Inflagranti, er hat wahrscheinlich mit einer Frau geschlafen. Versuche beim alten Rivalen Wiedergutmachung zu leisten. So bei Tommy. Naja, das haben wir nicht gemacht. Lass dich nicht verhaften. Oh, unsere Pferde sind alle weit weg. Wo sind wir denn gelandet? Mann, oh Mann. Hier unten, total im Süden. Aber hier ist gleich eine Mission. Fremde Person. Vielleicht mache ich die gleich. Wir ruhen uns einmal hier aus. Ich kann Sachen herstellen. Oh, das sieht voll nice aus. Ich weiß gar nicht, was hier unten ist. So, mal schauen, wir können auf jeden Fall was essen. Irgendwas, was Energie bringt. Dosenbeeren. Dosenerdbeeren. Die sahen noch genauso aus. Jetzt geht es uns ein bisschen besser. Mit Dreieck ruhen wir uns aus, das wusste ich gar nicht. Ist mir neu. Auf jeden Fall, komm, wir können uns hier einfach ausruhen, chillen. Guck mal diese ganzen Berge an. Ich schwöre, das sieht so geil aus, ne? Das Spiel ist ja auch aus mehreren Orten aus Amerika sozusagen erschaffen worden. Genauso wie bei GTA oder sowas. Ne? Da sind ja auch mehrere Orte aus Amerika rausgepickt worden. Das sieht echt geil aus. Also ich wäre auch ganz gerne mal an so einen Ort. Man sieht alles. Naja, ich beende hiermit die Folge.
bevor ich dann weitergehe. In der nächsten Folge werde ich dann, ja, mal schauen, was ich mache. Ob ich Maika rette, hier in Strawberry. Mein Pferd ist da hinten, das regt voll auf, ja. Ich muss das jetzt irgendwie herholen. Und mein anderes Pferd ist da. Mal schauen, was ich mache. Oder ich mache gleich diese Mission, fremde Person. Werde ich auf jeden Fall noch schauen. Ich werde jetzt speichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Red Dead Redemption 2 Let's Play. Haut rein, passt auf euch auf und peace up, A down.